ich eine Katze tot. Ich glaube, das ist Paradies. Assalamu alaikum, meine Lieben. Hier ist wieder die Khadija. Mein Mann, wir essen. Nach 3 Stunden schwätzen. Nicht schwätzen. Ja, sagt er, willst du eine schlechte Nachricht hören? Ich was? Eine Katze von dir ist tot. Und ich so, wo? Bitte nicht, bitte nicht. Unter dem Nabak-Tree, sagt er, es war sie. Das ist bestimmt Paradies, die hat mich gesucht. Bitte nicht tot. Bitte, bitte. Und warum sagt er nichts? Paradies. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Psst, psst, psst. Prinz, wo ist sie? Hat die zurückgekommen? Ey, nee. Weißt du, was die dann machen? Die nehmen die und schmeißen die irgendwo auf die Straße. Prinz, wo ist sie? Ach, nee. Hast du sie gesehen? Mausi, komm doch nicht nackt raus. Wer ist? Ja, du brauchst jetzt nicht kommen. Oh, Pipti, das wäre ja wirklich, die kommt zurück und will bei mir sterben oder sucht mich. Ich könnte heulen jetzt, gell? Wenn das wirklich so ist, ey, mir kommen gleich die Tränen. Das ist so traurig. Wo ist sie denn? Mausi, hast du sie gesehen im Stall? Vielleicht diesen Nabak. Bei My Family Nabak, hat er gesagt. Ach, nee. Guck mal, die findet den weiten Weg zu uns wieder zurück. Ach, nee. Zieh dich an und komm. Frag deinen Vater, wo genau, weil wir finden sie nicht mehr. Die ist nicht mehr da. Also, weich. Nee, du, die ist wieder im Topf. Ist sie gekommen zu uns? Erst habe ich gedacht, die Aria, die ist doch die Schwächste. Eine Katze von dir ist tot, mein Mann wieder knallhart. Aber hier ist niemand. Dann habe ich gedacht, vielleicht eine. Der hat gesagt, eine bunte. Ach, seid ihr jetzt endlich zusammen im Müll. Mann, meine sind alle da. Ach, Mann. Guck mal, das habe ich ja ganz vergessen, ja. Nee, du. Wo ist die? Also, jetzt gehe ich zur Shady. Das gibt's doch nicht. Das ist nicht von unserer Katze. Warte, ich gehe hier nochmal rein. Das glaube ich ja gar nicht. Lotte, bist du da? Ja. Und du, Schnutti. Ach, süß. Ja, Dexi. Lass euch mal gucken. Hier ist doch niemand drin, oder? Der soll kommen und zeigen, ich finde nichts. Also, weich. Ach, nee. Falle ich hier noch hin. Immer Action hier. Ich wollte gerade überlegen, soll ich Red Bull trinken? Jetzt brauche ich keinen Red Bull mehr. Jetzt bin ich fix und fertig. Mahmoud! Na klar, der kommt doch nicht raus bei 42 Grad wegen einer Katz. Oh nee, mich wuschig machen. Und selbst wenn ich sie finde, was mache ich dann? Die ist gar nicht da. Frag mal die Oma, hat sie eine Katze weggeschmissen? So ist es, muss ich fragen, so ist es knallhart. Ist die Tür zu? Oha, guck mal. Da ist ein Huhn gestorben bei der Oma. Kopf ab, das war der Marder. Ah. Ah, nee, du. Siehst du? Wie sie die Flügel kurz schneidet, der? Ih. War das eine von uns? Nein. Nee. Psst, psst. Sweetie.
Nee, komm, wir gehen zur Schau. Shadia. Die wird ja jetzt nicht schlafen, oder? Und gucken, ob die Paradies dort ist. Mein Mann weiß. Oh, willst du eine schlechte Nachricht hören? Sag ich. Ist jemand gestorben? Ja. Ich dachte, jetzt kommt irgendjemand von der Familie. Und sagte, deine Katze. Und ich senkrecht im Bett. Was? Er wollte erst warten, bis ich gegessen habe, in Ruhe. Er kennt mich, dass ich gleich rausrenne wie eine Irre. Und Panik mache. Und das ist ja so. Ach, nee. Ist die Tür zu? Und dann, weißt du, was er dann gesagt hat? Oh ja. Die habe ich heute Morgen dort gesehen. Die ist jetzt bestimmt schon tot. Super. Mein Mann ist halt, keine Ahnung. Weiß nicht, ich bin so sauer. Komm. Komm, wir gucken. Bist du da oben? Nee, ach was. Die ist doch tot. Nein, die war noch am Leben, hat er gesagt. Guck mal, ob sie da irgendwo hingeschmissen wurde. Du weißt ja, wie sie sind hier. Da noch. Wer? Die Oma? Im nächsten alten Haus. Jetzt gehen wir mal. Aber wir kommen da nicht weg von der Schadi, wenn wir jetzt da hingehen. Mausi. Licht an. Ich dachte, eine Schlange. Du, da habe ich immer Angst. Du auch? Hast dich nicht erschrocken? Nein. Ach, mein Herz. Geh mit der Oma mal hier ins Haus. Ja, ich gehe auch rein, aber wenn sich so. Heute nein. Ich huste hier mehr Leute, weil hier mehr Staub ist. Ich sehe nichts. Komm, inshallah, war es nicht. Sie, er sagt wie die. So beige paar Mal. Eine bunte Katze. Ach so, die sieht aus wie das, die Katze, die du weggegeben hast. Und habe ich gleich an gedacht, Paradi, die kommt zu uns zurück. Gehst du fragen, nicht, dass ich. Naja, komm, geh mal zusammen. Dann müssen wir wieder da hocken wie die Deppen. Oh, Mann. Guck mal, meine Mausi, die schnurrt sogar jetzt, aber weil sie wahrscheinlich Schmerzen hat. Die ist nur noch Haut und Knochen, die will nichts essen, sie hat ihr ein Ei gemacht, alles. Die ist irgendwie, ja, schaltkrank, kann man nichts mehr machen. Ja, Mausi, guck, wie sie schnurrt. Ich nehme dich mit und tu dich neben Lucky, okay? Weil die Mutter, die trinkt auch nicht mehr bei der Mutter. Fertig. Schon wieder. Wir hatten die Chips da gelassen. Mahmoud sagt, es ist sie. Die war heute Morgen bei uns, hat sie uns gesucht und hat mich nicht gefunden, ist wieder nach Hause. Die kann laufen. Guck mal, die hat noch nicht mal Kraft, sich zu wehren. Komm, trink Wasser, bitte. Laufen tut sie aber, gell? Wo ist ich? Ich kann das nicht glauben. Komm, hab ich irgendwie Fleische hier? Guck mal hier. Bisschen Macarona. Schau mal. Schau mal, Habibi, schau mal. Guck mal, bisschen im Mund. Nee, ich glaub, die ist schon auf dem Weg. Ist zu spät. Habibi. Gibst du. Ich tu mal das weg. Wasser ausleeren. Gibst du mal das den Hühnern, sonst wird das Schmutz, geht das kaputt. Ich lasse mal das hier. Das sollen die Hühner lecken. Das, wir gehen dann im Pool zusammen. Ich nehme sie mit nach hinten und tue sie ein bisschen ins Kühle. Wir haben jetzt gleich Karate. Ihr habt Karate, okay. Ihr Bett habe ich noch da gelassen. Ich habe gedacht, vielleicht kommt sie wieder. Ja, Habibi. Es ist, wie es ist, Leute. Und an die Leute, die wieder sagen, ja, das sind ansteckende Krankheiten. Die, wo die Paradi herkommt, die hat 12 Katzen, die sind alle tipptopp. Das ist ein Geburtsfehler. Inzucht, whatever. Ja, und die ist, ihre Mutter, was hat sie erzählt? Die Mutter ist gestorben und dann kam eine Leihmutter? Nein, ich weiß nicht, ob ihre Mutter tot war. Sie hat gesagt, die hat keine Mutter. Das ist alles. Und dann hat sie gesagt, die hat die Astiki, das ist die Mutter von ihr, hat sie auch mit der weiter. Aber Astiki und die anderen sind ja groß geworden. Ja. Dann hat sie weggemacht, wie jede Mutter. Aber die war immer kleiner als sie. Und deshalb. Ist die. Ja gut, die ist nicht mitgewachsen. Das ist irgendwie ein genetisches Problem. Ne? Und wir haben es gerade den Affen auch gezeigt. Die mögen keine Katzen. Erzähl mal.
Die mögen keine Katzen, aber sie sind alle gekommen, haben gerochen, haben geguckt und waren ganz lieb. Die merken, dass das ein krankes Tier ist oder auf dem Weg. Ja, waren ganz ruhig und haben ganz ruhig geguckt. Maus, ich bleib noch bei dir bis zum Schluss, gell? Arme Leute, sind immer traurig sowas. Und die sagt zu mir, was sagt die? Die wird, die geht's wieder besser, dein Don't Worry, weil ich voll geheult habe dort, ich konnte nicht mehr. Und dann die, dir geht's bald besser, don't worry, die steht jetzt auf. Nur, dass ich, ups, kommst du wirklich? Ja, bitte, komm. Ich habe ihr ein bisschen Futter ins Maul und Wasser gegeben. Komm zu mir. Die war bestimmt unter dem Baum, das war die. Ja, und hat mich gesucht, nicht gefunden. Geh, Maus, du armes Mädchen. Ja. Stell dir vor, die Katze sucht mich. Subhanallah. So, meine Lieben. Also, ich weiß nicht, irgendwie denke ich, sie schafft's und irgendwie denke ich, nee, es ist vorbei. Manchmal steht sie auf und ich habe ihr jetzt extra Energien gegeben. Und sie ist ja gewöhnt Kuhmilch. Das habe ich ihr jetzt auch 6 Milliliter eingeflößt. Und jetzt hat sie ein bisschen was im Bauch, ihr seht's. Aber, ja. Laufen tut sie ein bisschen. Ich nehme sie jetzt wieder mit. Ich gehe raus. Ich trinke jetzt erstmal meinen Red Bull. Komm, Mäuseli. Ja, und die läuft auch. Guckt. Also sie ist, ich dachte, sie ist auf dem Weg zu sterben, aber so ganz, glaube ich nicht. Vielleicht morgen, aber so lang bleibe ich bei dir. Wer ist das jetzt? Aiwa. Das war gerade der Nachbar da, der braucht Salz. Guck, ich habe sie bei mir. Und die Affen sind ganz andächtig, normal greifen die an oder wollen keine Katzen sehen, gell? Okay. Ja, habt ihr Sauerei gemacht? Guck mal, wo ist denn das Brett? Da am Boden. Ja. Sim, Sim. Mausi. Guck mal. Ja. Ich gucke immer, ob sie noch atmet. Ja. Komm, Fausi, komm. Guck mal, wie schmutzig ich bin. Ich bin auf dem Boden gekniet, alles. Brauch nichts mehr heute. Komm, 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 komm. Komm, Fausi, komm. Schau. Schau, das Baby. Das ist Bobo, das ist krank. Guck mal, wie er guckt. Komm. Guck mal, Fausi. Du musst auch lernen, Katzen sind Liebewesen. Hm? Guck mal, die will spielen, macht schon den Mund, reißt den Mund auf. Ja. Komm, spiel mit mir. Ja, das ist eigentlich nicht zum Lachen. Leute, ich zeige euch das. Ich habe mir überlegt, so, warum soll ich das filmen, weil manche mögen dann den Kanal nicht mehr gucken. Manche mögen den Kanal nicht mehr gucken, nur die heile Welt sehen. Aber wir haben nicht nur heile Welt, wir haben auch hier Notfälle. Und ich finde, das ist die traurigste Katzengeschichte, die ich je erlebt habe. Eine Katze, die nur 2 Tage, 3 Tage bei mir war, sucht mich zum Sterben. Die will bei mir sterben. Die kam immer hinter mir her, ist von ihrem Zuhause weggekommen und hat mich gesucht. Gell, Mäuseli? Sim, Sim. Und hat mich gesucht und ist jetzt zufrieden und will hier sterben. Ich bin ganz ergriffen davon, dass es sowas gibt. Aber ich heule auch wie ein Schlosshund, gell? Also die ist mir so ans Herz gewachsen. Ne? Wenn Katzen einem hinterherrennen und nur mich hat sie geliebt, nur mich. Nicht mal der Amina. Wenn sie bei der Amina war, ist sie runter und zu mir gekommen. Ne? Also das war echt Wahnsinn. Gell, Mausi. Du armes Mäuschen. Ich denke immer, ich bin schuld, weil ich die gleich entwurmt habe. Vielleicht ist die Medizin zu stark. War sie zu schwach schon? Ich weiß es nicht. Weil gefressen hat sie ja. Ach, diese Medizin, wisst ihr, Leute. Manchmal denke ich an die Schädier, die gibt gar keine Medizin. Die hat 12 gesunde Katzen. Der eine heißt auf Arabisch Radiergummi, der andere heißt Kleber. Dann ein Spatz, Ente, alles auf Arabisch. Batta, Sursu. Also, und keiner wird da entwurmt und die sind alle fit. Versteht es nicht. Und ich entwurm und mache und tu und immer krank.
Das war ja auch so beim Ding. Beim Lucky. Nach der Entwurmung hat's angefangen. Ja, so ist es. Naja, geh mal wieder, mein Red Bull wird heiß. Ja, ich sitze hier im Pool und guck immer. Manchmal steht sie auf. Dann legt sie sich wieder rum. Ich denke mal, die hat Krämpfe. Irgendwas. Wind haben wir wenigstens. Ja. Ich werde, wenn sie in 2 Stunden noch da ist, gebe ich ihr nochmal 6 Milliliter. Also ich habe ihr Hackfleisch in den Mund gestopft, irgendein Fleischstückchen, Reis. Das spuckt sie alles aus. Die will nimmer. Aber Milch gebe ich immer so tröpfchenweise und das schluckt sie dann runter. Ja, und die, da könnt ihr gleich mal sehen, German Style war auch nichts. Die Schnüre sind einfach zu billig. Die leiern aus mit der Zeit. Es war ja voll gespannt, aber durch diese Windkraft, ne, sind halt keine Paracord. Das sind billige Schnüre, die du zerreißen kannst. Irgendwann reißen die ab. Ja. Na? Mausi, hallo. Ach ja, Leute. Guck, wo willst du hin? Upsala, upsala. Hä? Wo gehst du hin? Ist doch zu windig, ha? Jetzt legt sie sich da unten hin. Okay. Na gut. Ja. Mahmoud kommt bestimmt auch bald. Ah, ich nehme das Bettle dann. Was sind denn das für... Ah, vielleicht die Ameisen. Warum sind hier Ameisen? Ja, ja. Das Bettle nehme ich nicht mit ins Haus, wollte ich gerade sagen. Vielleicht stören die Ameisen, sie beißen oder so. Egal, weg damit. Ich sag's euch. So, meine Lieben, sie hat's hinter sich gebracht. Oh, alle sind da bei der Beerdigung dabei. Schau mal, sogar die alle Affen gucken. Ja. Hier ist ihr Grab. Ich habe sie doch nicht neben Lucky, zwischen den 2 Bäumen. Ich habe hier so einen Stein gefunden, wo ein bisschen so eine Herzform hat, so ganz leicht. Das schauen wir drauf. Also wir wissen, hier liegt sie. Gell, Simsim? Gell, Mausi? Fausi und Mausi. Mahmoud ist im Wasser. Ja, logisch. Ach, Leute. Es ist, wie es ist. Aber jetzt hat sie keine Schmerzen mehr. Alhamdulillah. Also, heute mal ein kürzeres Video. Es gibt nichts mehr zu sagen. Die traurigste Katzengeschichte, seit ich hier wohne im Dorf, ist das. Ja. Wir können nicht allen Katzen helfen. Ihr seht's, wir versuchen's, aber manche schaffen's, manche nicht. Und das ist hier die Wahrheit, gell, Fausi? Der ist so lieb, der Fausi, gell, Habibi. Der guckt immer aufs Grab. Ja, mein Baby. Nachher komm ich kuscheln. Du kannst mich am besten trösten von allen. Ja, von allen, allen, allen. Das ist mein Schatz. Mein Liebling. Das ist ein ganz sensibles Äffchen, gell, Habibi? Also Leute, bis die Tage, Masselema, bye bye. Und tut mir leid, dass ich heute mal so ein Video euch zeigen musste. Ich kann mir vorstellen, dass viele Tränen geflossen sind, aber ich weiß, meine Zuschauer, die lachen und die weinen mit uns. Und so ist es halt. Und es ist auch mal interessant zu sehen, was Tiere, wie die Affen reagieren. Sie kommt zurück zu uns und findet uns nicht und läuft wieder dann zu der Schädia. Ja, Wahnsinn. Und Mahmoud hat gesagt, ja genau, die Katze war es, die er gesehen hat. Guckt, stellt euch vor, die war hier. Vielleicht war die gestern Abend schon hier und hat gewartet. Und ich, Depp, ich gehe doch abends nicht mehr raus. Gehe doch früh ins Bett und ach. Naja, okay. Bis die Tage, Masilema. Bye, bye.